Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in den Mercedes-Benz CLS 55 AMG aus dem Spiel Test Drive Unlimited geben. Als erstes schauen wir uns mal das Datenblatt an. Hier sehen wir, wo der Antrieb und die Motorposition ist, dass der Wagen ein Automatikgetriebe hat. Hier die Daten zu den Reifen und den Bremsen. Der Wagen hat einen V8 Motor, 469 PS stark. Von 0 auf 60 Meilen pro Stunde bzw. auf 100 km/h braucht der Wagen 4,6 Sekunden. Der Wagen hat eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und wiegt 1845 Kilogramm. Hier in der rechten Leiste sehen wir einmal, zu welcher Fahrzeuggruppe der Wagen gehört. In diesem Fall zur Fahrzeuggruppe D. Hier bei diesem Schraubenschlüssel und der 0 heißt, dass der Wagen auf Stufe 0 aufgetunt ist, sprich, dass es der Originalwagen ist. Hier nochmal das Logo des Herstellers. Hier sehen wir einen Beschleunigungsbalken mit der Zahl 65, das heißt, der Wagen beschleunigt schon ganz gut, es gibt jedoch Wagen, die wesentlich besser beschleunigen. Hier beim Tempo ist der Wagen ziemlich weit unten, das Handling ist etwas weiter oben. Und die Bremsen, ja, scheinen anscheinend sehr gut zu sein. Ja, hier können wir einmal anschauen, wie es aussieht, wenn die Fenster geöffnet und geschlossen werden. Und bei den Türen, also man sieht, der Wagen sieht in diesem Schwarz wirklich sehr schön aus. Das passt auf jeden Fall sehr zu dem Wagen. Hier oben sehen Sie auch, ja, ein Werbefilm anscheinend zu Mercedes-Benz. Also hier der Wagen sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wir können auch gleich in den Innenraum gehen. Die Fenster können wir wieder hochmachen. Ja, hier sehen wir einmal eben unser Lenkrad und die Armaturen. Sonst hier der Beifahrersitz. Hier, das sieht auch sehr schön aus mit dem Holz. Also ich weiß, es soll wie Holz aussehen. Es kann natürlich auch sein, dass es Aluminium ist, aber es kann natürlich, ich denke aber doch, es soll Holz sein. Hier unten ist dann das Navigationssystem. Ja, wir können den Wagen gleich mal starten, dass Sie den Motorensound hören. Ja, hört sich schon ganz gut an. So sieht es nach hinten aus. Und die Hupe geht so. Ja. Wir könnten uns den Wagen zwar schon kaufen, jedoch tun wir das in diesem Video nicht. Jedoch tun wir den Wagen einmal Probe fahren. Die Probefahrt dauert genau 2 Minuten. Wir sind nun doch mal etwas sportlicher unterwegs als sonst. Naja. Man sollte natürlich auch nicht zu schnell fahren, oder eher gesagt, man sollte seinen Wagen auf jeden Fall unter Kontrolle haben. Der Wagen lässt sich wirklich sehr schön fahren, auf jeden Fall. Ja, die Beschleunigung ist ziemlich, nicht so, ja, also beschleunigt der Wagen nicht so schnell. Da sehe ich jetzt fast keinen Unterschied zu meinem Audi TT, den ich fahre. Aber natürlich, also bei der Geschwindigkeit. Wie gesagt, es ist natürlich zu den anderen Fahrzeugen im Spiel, zu den Ferrari, Lamborghini und so weiter, ist der Wagen fast nichts. Aber trotzdem ein sehr schöner Wagen, den man am Anfang sich natürlich kaufen kann.
Für jedoch die späteren Rennen ist der Wagen auch noch wesentlich zu langsam und zu schwach. Aber wie gesagt, ein sehr schöner Wagen auf jeden Fall. Unsere Probefahrt ist auch schon wieder zu Ende und wir wollten doch schon fast in die Seitengasse fahren. Ja. Nun, jetzt hatten Sie einen kleinen Einblick zu dem Mercedes-Benz CLS 55 AMG. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.